geht ab, Team Family Force am Start. Und ich habe mal Patrick Schmidt geschnappt. Der hat heute den zweiten Platz auf der Hunter Challenge in Rostock erreicht. Erstmal ganz große Gratulation dafür. Und was hast du gespielt? Ich habe Metal for Zodiac gespielt. Alles klar, zweimal den Deck. Zweimal der Wismerrüstung. Das ist der schlechteste zum Ziehen. Deswegen spielt man den noch zwei. Dann jeden anderen dreimal. Da muss man nicht zu sagen, das ist Standard. Dann habe ich drei Eccentric gespielt. Der ist ein Level 3er, mit dem du Combo machen kannst. Und halt die Fallenkarte da schießen kann. Und man kann den Voka mit dem machen. Und der ist gut, wenn man zecken geht. Da habe ich drei signierte Bungukus mit einem signierten Kirin. Da muss ich auch nichts zu sagen. Ja, okay. Max C. Ja, gute Karte. Rabbit ist einfach... Rabbit. Ja, mit dem kann man auch die Combo direkt machen. Welche Combo? So die Combo. Kannst den Level 3er rausholen, kannst dann den Voka direkt... Echt? Geht das? Ja. Okay. Dann drei Terror Top, eine Target Tombok. Das ist nur für den Voka und Totemvogel. Dann drei Ratten. Eine... Whiptail? Whiptail, genau. Und dann als Search-Targets noch ein Dragooner auf Draconia und ein Bearman. Mhm. Der ist nicht gut, nicht der spielen. Nicht. Okay. Der kam heute zweimal. Und der andere? Dragonia oder wer? Der Dragooner. Ja. Der ist cool, weil ich spiele eine Tinky. Da kannst du den auch mit suchen. Mhm. Und wenn du den in der Scale hast, kannst du halt noch mehr Panel-Monster suchen. Ist gut. Ah ja, okay. So, Painful Decision. Einfach, weil man nie mehr als eine haben möchte. Eine Tanky. Ich habe nicht wirklich viel, das ich suchen kann. Eine Summoner's Art für die Dual Flame. Das heißt auch ein Metal Four mehr. Dann Raigeki und Darkhole. Damit ich, wenn ich Second gehe, was machen kann. Dann die beiden Fusionszauberkarten. Die sind Standard. Dann eine Combination. Und zwei Counter. Zwei Counter? Ja, die braucht man wegen Dings. Na, wie heißt der? Kaiju-Schlummer. Ah ja, stimmt, ja. Okay. Du willst nicht gegen Kaiju-Schlummer verlieren. Mhm. Und dann noch zwei Dimensionsbarrieren. Zwei reichen? Ich habe nur zwei und ist okay, wenn du sie hast. Okay. Extra zuerst? Ist mir egal. Dann einmal für die Fusion ein Orikalk. Der ist heute aufgekommen für Game gegen die Zodiac Exceeds. Ein Alkanist, der kam einmal, hat sofort verloren, nachdem ich den gemacht habe. Und zwei Mithrilium, mehr braucht man nicht. Dann einen Invoker für die Zodiac-Kombo, ein Totemvogel und ein Breaksword. Breaksword war sehr gut. Dann den für die Giant Trainer Combo. Wie oft hast du die gemacht? Die habe ich gegen Chamberlain habe ich sie zweimal gemacht. Dadurch habe ich gewonnen. Und gegen ich glaube Runde 3, ich weiß nicht mehr gegen was das war, da habe ich das auch gemacht. Aber das war nicht so gut. Das lohnt sich nicht. Dafür ein extra Next Place und diesen Bearman, ne? Ja. Ja, okay. Ist eine Brickkarte. Dann ein Emeril, das Standard für die Zodiac Combo. Zwei Drachzack, zwei Bullen, ein Mörser und ein Eberbogen. Mhm. Ja. Und Side Deck war zwei Ghost Ogre gegen Zodiac, wenn man Second geht, oder im Mirror Match. Dann das zweite Darkhole, auch für Zodiac. Drei MCs, falls jemand Anti-Spell boardet. Zweimal Sirenengesang. Oh. Geil. Der Plan war, Terror-Tops von meinen Gegnern zu nehmen. Kam nicht durch? Nein, nicht einmal. Schade. Gar nicht gezogen. Die Karte ist cool. Dann zwei Lanceas gegen Infernoid. Kam auch nicht einmal. Zwei Kelche gegen alles, was mich irgendwie behindert. Eine Storming. Einfach als Out für den Crystal Ring von den Windwitches. Und zwei Nightbeam. Die sind gut gegen Dimensional Barrier. Ja, stimmt. Ja, das cool. Vielen Dank erstmal für das Deckbefall. Nochmal Gratulation. Möchtest du noch irgendwas sagen oder jemanden grüßen? Ja, ich möchte nochmal den Roten grüßen. Simon Jungklaus, Dirk Jungklaus und alle Hamburger Yogi-Spieler. Alles klar. Mach's gut, Patrick. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.